Sag mal, mit wem habt ihr heute Personal Training? Mit Farid Bang, ne? Ja. Aber für das nächste Mal kann ich ihn einladen hier. Warum nicht? Er ist auch da! Stören. Beim Influenzen stören. Ihr habt schon das Training fertig, ich fange jetzt an. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Wie immer. Ich habe ja auch Rohr mit meinem Knie. Deswegen bin ich aber jetzt wieder mit Schoner. Mit Schoner? Hä? Ich habe hier schwere Knie. Man weiß nicht, was es ist, aber ich habe am 13. ein MRT-Termin. Dann wissen wir vielleicht, was es ist. Und oft ist es eine Entzündung. Ich darf dann trotzdem trainieren, aber ich kann halt nicht viel machen, wenn ich mal Knieschmerzen habe. Also aufpassen. Kein Spaß, ne? Weißt du, was passiert? Wie? Weißt du, was passiert? Kann man nicht sagen, ne? Aber dehnen ist Mord. Dehnen? Ich habe mich gedehnt und ich habe so gemacht. Verlauf. Ich hab hier das Bein auf das Bein und hab dann so hingedrückt und wollte mein Popo dehnen. Und dabei hat es richtig gekracht. Es hat auch gerade nie getan, als ich wieder gedehnt habe in meinem Außenband. Auf jeden Fall habe ich das Außenband richtig so überdehnt dadurch. Das ganze Knie war steif, also das Bein war steif. Ich bin ins Krankenhaus gefahren, dann haben die gesagt, ja, vielleicht Meniskus kaputt und irgendwas anderes noch. Auf jeden Fall habe ich am 13. jetzt einen MRT-Termin und dann weiß ich auch, ich kann zwar gehen, aber wenn ich jetzt extrem Beine trainiere, dann habe ich wieder richtig Schmerz. Vor allem hat das ja so laut geknackt, dass du dann da erstmal lagst und spannend. Aber jetzt geht's und deswegen machen wir jetzt. Dann los! Wie viele Wiederholungen machst du immer? Alle. Alle, die gehen. Alle, grundsätzlich alle.
Hauptsache gemacht.
Ja. Sag mal, mit wem habt ihr heute Personal Training? Mit Farid Bang, ne? Ja. Aber für das nächste Mal kann ich ihn einladen hier, oder? Warum nicht? Habt ihr irgendwelche abschließenden Worte zum Training? Sascha noch mal zu sagen. Ja, fahre auf jeden Fall nicht. Nein, das ist ja nur das Double gewesen. Es kommen neue Tassen. Oh, warte, es ist nicht scharf. So, jetzt. So ähnlich sehen die aus. Kraftstoff für die Maschine. Aber da kommen erstmal nur ein paar Stück. Aber es kommt ein neuer FIBO-Stand wieder. Das heißt, alle Leute, die auf die FIBO kommen und wieder Maschinenbau-Klamotten kaufen wollen, die kommen auf die FIBO. Ist wieder ein Stand. Zu Sascha. Ja. Hey, und mir. Die Lisa wird auch da sein. Fahrt jetzt weg. Ciao, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Steh, 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 ey, steh. Warte, warte. Warte, lauf! Ace, mach hopp! Mach hopp! Geh schnell rein! Mach hopp! Hopp! Okay, tschüss! Komm wieder raus! Ace, komm! Will nicht. Bleibst du da drin, ey? Ace? Ace, komm raus. Macht uns alle dreckig. Wir müssen Opa den. Komm. Lauf. Lauf. Guck mal, die Frau da vorne. Hier ist Karnevalshochburg, wir sind in Bonn. Ja, ohne den Ace, den haben wir beim Opa gelassen. Den haben wir beim Opa abgelassen, jetzt gehen wir ein Stück Kuchen essen mit der Luisa und zeigen der Bonn. Ja, freut die Luisa sich schon. Ich freue mich aber auf den Kuchen am meisten. Ich hoffe, du bist auf dem Bild, weil ich habe es nicht gesehen. Doch, die war drauf. Ja, voll drauf, glaube ich. Perfekt. Ja. Ja, das zeigen wir euch gleich mal, wo wir so hingehen. Und jetzt würde ich dann hingehen zum Beispiel und Musik unterspielen und das schneller vorlaufen lassen. Ja, ja. Weißt du, ich meine, das muss mir eigentlich schon, du musst während des Films schon dir Gedanken, nicht einfach filmen, wie du es machen möchtest, weil da hast du ganz wenig zu schneiden oder wenig zu bearbeiten. Genau. Ja. Das kannst du den Leuten ja jetzt erklären, das ist ja noch auf dem Video.
wo sind wir jetzt hier? Wir sind bei Kurt. Und es gibt Kuchen. Yes. Und warum essen wir hier Kuchen? Was ist das für Kuchen? Möhrenkuchen und New York Cheesecake. Ja. Alles in doppelter Variation. War lecker.